Herzlich willkommen zur nächsten Hearthstone Arena Folge hier auf WePlay Games for You. Ich bin so Ivo und wir spielen weiter mit unserem Schamanendeck. Mal schauen, ob wir vielleicht jetzt direkt verlieren. Das wäre ganz krass, weil eigentlich das ein super krasses Deck ist. Und wir, oder ich, mit 10 Siegen gerechnet habe. Oder getippt habe. Und ihr ja auch relativ begeistert von dem Deck wart mit euren vielen hohen Tipps. Ich hoffe, dass es nicht irgendwie die ganze Zeit klackert, weil meine Nachbarn irgendwie oben drüber eine Party scheinbar feiern oder so, keine Ahnung. Die sind da die ganze Zeit am Krach machen. Falls es so sein sollte, tut's mir leid. So, schauen wir jetzt erstmal, was behalten wir denn? Den auf jeden Fall nicht und den auch nicht. Anbauen können wir behalten, denke ich. Zur Not spielen wir halt Totem und dann ihn oder so. Wir haben aber ja auch noch zwei Möglichkeiten, einen 3-Drop zu ziehen. Einen 2-Drop zu ziehen. Und da ist er auch schon für nächste Runde. Perfekt. Ist auch ein guter 2-Drop. Oh, er hat die Münze nicht benutzt. Das ist sehr verwirrend. Warum hat er die Münze nicht benutzt? Er könnte jetzt einen SI7 Agent rauscoinen. Das wäre Worst-Case-Szenario für mich. Ein fucking Murloc. Okay. Kann ich mit leben. Denke ich. Spielen ihn hier ist einfach stärker als 3-Drop. Als der Unbound. Uns fehlt auch ein bisschen das Hex, das ist mir aufgefallen. Wir haben halt wirklich viele Feuerelementare, aber das war's dann auch schon. Ich denke, das ist das Problem an dem Deck. Dass uns der Lightning Storm fehlt und dass uns die Hexes fehlen. Ein Lightning Storm und ein Hex mehr. Und es wäre, denke ich, sehr gut gewesen. Viele Möglichkeiten. Dolchfächer. Ja, kann ich mit leben. Lieber jetzt, als wenn wir ihn dann auch noch draußen gehabt hätten. Kann ich Bedarf würfeln? Zack, zack. Relativ klar der Zug. Und wir kriegen aber doch das fucking 1er Tote. Also das heißt, wenn er jetzt noch einen Fan auf Knives hat, haben wir ein Problem. Wenn nicht, das ist gut. Schauen wir mal. Der wird sich jetzt in den Arsch beißen, wenn er nicht noch einen Fan auf Knives hat. Weil die Runde wäre es halt super krass gewesen. So viele Möglichkeiten. Und letzte Runde hat es halt außer dem Schild wegmachen nichts gebracht. Okay, der bewirkt nichts. Absolut gar nichts. Das ist doch sehr geil. Schließt euch uns an. Den holen wir uns, den spielen wir aus. Mal ein bisschen Damage. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir die Boardkontrolle behalten. Wir hätten hier auch den Anbauen plus Totem spielen können. Gefällt mir aber nicht so gut. Weil wir dann nichts richtig Starkes auf dem Feld gehabt hätten. Und da sehen wir auch, wofür wir das ganzen, den ganzen Spaß brauchen. Zumal wir es jetzt nicht mal schaffen, den zu töten. Wir brauchen Spott-Totem. Danke. Okay, wir spielen hier den Yeti. Und hoffen jetzt einfach mal, dass er nicht einfach durch das Totem durchkommt. Und wenn doch, ist es auch nicht so schlimm. Ist trotz allem ein sehr gutes Totem gewesen. Und ein sehr wichtiges Totem. War auch ein Schurke mit einem Mountain Giant, ey. Habe ich auch schon ewig nicht gesehen in der Arena. Wenn ich es überhaupt schon mal gesehen habe. Wenn ich ehrlich bin. So viele Möglichkeiten. So viele Möglichkeiten. Dann entscheide dich. So einfach ist das. Ach ja, dann kriegt er das Totem kaputt. Ist aber nicht so schlimm. Oh, er macht Face Damage. Das ist ein bisschen krass. Warum zur Hölle macht er Face Damage? Oh, bitte spiel hier diesen den Redelsführer. Oh, wäre das immer. Oder den Murloc Tidecaller oder irgend so einen Schiss. Irgendwas, was zwei Diener gibt. Damit wir den MC-Tag spielen können. Und dann kriegen wir den Mountain Giant und er lief. Komm schon, Redelsführer. Komm schon.
Münze. Von mir hast du auch so einen Drachling. Das Dingo. Das Dingo. Okay. Nicht das, was ich wollte. Oh, das ist aber eine sehr, sehr gute Karte. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir den töten. So und so auf alle Fälle. Den jagen wir da rein. Den da rein. Und den spielen wir. Und dann geben wir ab. So, jetzt muss er erstmal durch beide Spotter wieder durchkommen. Und ich glaube, wir haben tödlichen Schaden. Aktuell. Wir können nächste Runde auch das Feuerelementar spielen. Das ist super. Sind genau auf 6 Mana. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch 3 zusätzliche Damage in der Hand. Das heißt, wir müssen 10 Damage auf dem Feld liegen bleiben. Damit wir gewinnen. In der Runde. Attentat. Damit habe ich schon gerechnet. Irgendwo. Sind nur 9 Damage hier liegen bleiben. Das ist natürlich ein bisschen schade. Alles in allem. Ha! Okay. Das sind dann, glaube ich, genug Damage, weil wir 4 dazu bekommen. 10, 13, das reicht perfekt. So muss das. Und da haben wir den Mountain Giant einfach mal besiegt, indem wir ihn liegen lassen. Und so geht's natürlich auch. Da ist Spotttote mal definitiv sehr wichtig an der Stelle. Ich denke, das hat uns das ganze Spiel gewonnen. So, damit steht schon mal 3-2 und wir blamieren uns zumindest schon mal nicht mit einem 2-2. Mal gucken, ob wir uns mit einem 3-3 blamieren. Mit einem 2-3 natürlich. Mal gucken, ob es ein 3-3 wird. Ich hoffe ja natürlich nicht. Wir haben noch nicht mal einen Feuerelementar gebraucht letzte Runde. Das ist auch lustig gewesen, obwohl er einen guten Start gehabt hat mit dem Murloc und dem ganzen Schiss. Ich denke halt echt, dass das Spotttotem uns da das Spiel gewonnen hat. Und die Wölfe waren auch definitiv genau zum richtigen Zeitpunkt. Okay, das ist eine Scheißhand. MC-Tech will ich später haben. Totem behalten wir mal. Okay, das passt. Das ist okay. Hätte besser sein können, aber wir beschweren uns mal nicht. Ist jemand verletzt? Okay, das ist kacke. Okay. Okay. Das Problem ist, ich würde ja gerne Totem spielen, bringt mir aber nichts. Den Loot Hoarder kann ich nicht spielen, weil er einfach von der Eulen getötet wird und dann auch noch eine Karte ziehen kann, weil sie Schaden nimmt. Das bringt uns halt 0,0. Ich denke, wir werden ihn hier rauscoinen, werden ihn hier spielen und spielen dann die Runde drauf das Totem. So ist aktuell mein Plan. Auch auf den Gefallen, dass er halt dann eine Karte dadurch ziehen kann. Oh, Mad Bomber. Okay. Ist ja lustig. Okay. Das macht aber keinen Unterschied für mich. Aktuell. Gucken, ob er beide vielleicht reintradet, indem er den einen vorher heilt. Ich denke, ich würde es machen. Weil die Gefahr, dass der gebufft wird, ist zu groß. Aus meiner Sicht. Für ihn. Heilen würde ich auf jeden Fall auch. Und dann würde ich entweder, ich habe einen Shadowbird Pain. Oder ich würde beide reinjagen. Definitiv. Shadow World Pain kann er nicht mehr haben, weil er geheilt hat. Da muss er beide reinjagen. Macht er wohl auch. Okay. Dann denke ich, spielen wir den zweiten Unbound auch noch. Na super. Vielleicht auch nicht. Okay, wie machen wir das denn? Natürlich kriegen wir das fucking Totem, das ich nicht haben wollte. Naja, gut. Lässt sich ja nicht ändern. Es war auf jeden Fall das Totem, das ich nicht haben wollte. Das einzige Totem, das ich nicht haben wollte. Das kann er nämlich wieder heilen. Und es einfach töten.
zieht noch eine Karte. Und er hat einfach die Kontrolle über uns. Und das ist einfach das, was wir nicht haben durften. Super, super scheiße gerade. Weiß nicht genau, was ich jetzt hier spielen soll. Okay. Der wirkt halt auch wieder rein gar nichts. Zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht nächste Runde mit den Wölfen zusammen. Könnte gut gehen. Auch wenn ich eigentlich den Anbau und buffen wollte. Ich glaube, das klappt aber nicht. Das Gute ist, dass er 4 Angriff hat, sodass er weder Shadow of Death noch Paint werden kann. Der zieht halt eine Karte nach der anderen. Hat jetzt schon 3 Karten mehr gezogen als wir. Mögen meine Vorfahren über mich lachen. Der pure Wahnsinn. Er kann eigentlich nicht beide wegdrainen, weil der hier viel zu stark ist. Er verheißt ihm halt, dass er eigentlich noch viel mehr Karten ziehen kann. Wenn er mich angreift, muss ich ihn traden, muss den spielen und das hier spielen. Eigentlich. Also die beiden hier spielen natürlich. Ich weiß aber noch nicht genau, ob ich das überhaupt will. Vielleicht spiele ich auch einfach den Unbound und den Hooper oder sowas. Oder Unbound plus Totem. Unbound plus Totem könnte auch gut sein. Wenn wir einen Heal-Totem bekommen. Oder einen Sport-Totem. Da wäre wieder nur das 1-1er-Totem ziemlich mies. Ich denke, das machen wir auch. Ich will das anbauen, spielen den Totem und traden auf jeden Fall. Dann kriegen wir wieder das 1-1er Totem. Was geht denn hier ab, Mann? Wir haben aber halt auch kein Glück, ne? Absolut kein Glück. Holy Nova wäre ganz eklig. Irgendwie Angriff in das Totem, Angriff da rein plus Holy Nova. Wäre super eklig. Board Clear, er zieht eine Karte. Wäre bitter. Sehr bitter. Wenn er das Board nicht cleart, können wir hier zurückkommen, denke ich. Weil hinten sind wir auf jeden Fall die ganze Zeit schon. Mit den 3 mehr gezogenen Karten. Womit ich leben könnte, wäre, wenn er den Fill Dragon und den Kleriker da reinjagen würde. Okay, dann tötet er damit jetzt meinen... Oh man, das ist halt genauso behindert wie die Nova. Eigentlich sogar noch schlimmer, weil die Nova nicht weg ist. Und zieh halt noch eine Karte. Super. Super geil, macht das nur. Aber wenn er keine Karte zieht, wäre er dämlich. Oh man. Keine Ahnung, wie ich das hier gewinnen soll, ganz ehrlich. Okay. Das Ding ist, wir könnten hier überlegen, ob wir noch eine Runde warten, beide Knife Juggler plus die Wildgeister spielen. Nächste Runde. Ich denke, das wäre vielleicht die einzige Chance, wie wir hier wirklich zurückkommen können. Das brauche ich nicht spielen, weil sie einfach gegen ihn hier stirbt. Und der Luthor, der wird einfach von der Klerikerin jetzt getötet. Wir müssen einfach hoffen, dass wir nächste Runde mit dem Knife Juggler Combo gut dastehen. Oh, fuck you in the face, ey. Drops are nicht. Ich denke, wir haben das Spiel einfach durch die Klerikerin verloren. Wir kriegen sie nicht weg. Wir haben nur die eine wegbekommen, die später kam. Er hat jetzt 5 Karten mehr gezogen. Er hatte aber noch nicht mal so den derbsten Kartenvorteil. Wir haben 5, er hat 8 und das, obwohl er 5 Karten mehr gezogen hat als wir. Was hält die Zukunft? Na super. Bereit. Genau sowas will ich sehen. Wenn er eine Holy Nova hat, haben wir verloren. Mit dem Move nächste Runde. So viel steht fest. Er zieht keine Karte diese Runde, so wie es aussieht, obwohl er ihn traden hätte können. Noch ein Power Word Shield, ey. Das ist doch der Wahnsinn, den kriegen wir nie wieder tot, ne? Nie wieder. Keine Chance. 6 Karten mehr gezogen. Feuerelementar. Hallo.
Hättest du mal früher kommen können. Bin gerade tatsächlich am überlegen, ob wir den Move noch ein bisschen hinten ranhalten. Denn was sollen wir totschießen? Wir schießen nichts tot mit dem Move. Und so können wir wenigstens den hier loswerden und er muss ihn erstmal töten. Wenn er den Schatten war tot hat, hat er es halt. Aber wir haben einfach keinen guten Move letzte Runde gehabt. Also selbst wenn wir... Also wenn wir die Knife Juggler spielen, bloß die Wildgeister und er wird zu 85% eine Holy Nova haben, sind wir an der Stelle tot. Das ist okay. Irgendwie der Lightning Bolt wäre jetzt richtig gut oder sowas, wenn wir sowas ziehen. Das nächste Feuerelementar wäre ganz gut. Am liebsten würde ich einen Lightning Storm ziehen, den ich aber nicht im Deck habe. Oh man. Wir müssen jetzt auf jeden Fall den Knife Juggler Move machen. Oh, hallo. Das ist doch gut. So, schauen wir mal, ob wir irgendwie Glück haben. Und mal ein bisschen was totschießen. Schieß halt noch 10-mal in sein Face. Danke. Genau das habe ich gewollt. Für den Hintern gewesen. Für den Hintern. Was schieße ich denn jetzt? Das Ding ist, er wird so traden. Wird den da rein traden und den da rein traden. Wenn ich ihn hier am Leben lasse, natürlich den da. Und den da. Der Winter wird sogar so und so. Ich muss den hier eigentlich wegschießen, damit er keinen Easy Trade bekommt für die Wölfe. Und wenn er eine Holy Nova hat, wie gesagt, das ist gleich vorbei. Dann zieht er erstmal 1 Milliarde Karten, indem er seinen Frostelementar noch damaged. Und dann war's das. Ja, da können wir quasi aufgeben. Jetzt hat er 7 Karten mehr gezogen als wir. 7. Und er hätte noch mehr ziehen können, wenn er gewollt hätte. Einfach den da reinjagen, den da reinjagen, sind die beiden weg. Den Fairy Dragon da rein und er hat den Frostelementar noch im Feld. Ja. Kannst von mir aus auch so machen, tut er sich sogar noch Schaden verringern. Jetzt heilt er noch, zieht noch eine fucking Karte. Und wir verlieren hier mit 3-3 mit einem richtig guten Deck eigentlich. Aber es fehlt uns der AOE-Clear und die Hexes. Ja, da haben wir definitiv verloren, denn wir können nichts ausrichten. Wenn wir jetzt einen Spott-Totem kriegen, ist es glaube ich trotzdem vorbei. Trade 5, 9, 10. Da hätten wir vielleicht noch eine Runde überleben können. Ja, da haben wir verloren und haben mit dem krassen Deck einfach mal nur 3 Siege eingefahren. Wer hätte das gedacht? Ich auf jeden Fall nicht. Ja, schauen wir mal, was wir als nächstes spielen können. Ich würde gerne mal Magier spielen, um einfach einen easy peasy Win mal wieder zu haben. Das ist echt lächerlich. So ein gutes Deck. Nur weil der AOE clear und der Hex halt fehlt, hast du keine Chance. Weil du nicht gegen die dicken Dinger dann ankommst. Und die Bordpräsenz einfach nicht kriegst. Das ist lächerlich. Das ist auch das Hauptproblem, warum Krieger keine Chance in der Arena haben, weil sie keinen AOE-Clear haben. Außer Brawl, und den kriegt man halt nie, weil es eine Epic-Karte ist. Dann kriegen wir auch nur Mist, super. So, schauen wir mal, was wir spielen können. Ja, da habt ihr doch mal freie Auswahl. Einzige, was ich nicht mag, ist Hexer. Den Priester ist ein bisschen stärker als Schurke. Bin mal gespannt, was ihr auswählt. Freue mich auf jeden Fall auf die nächste Runde. Hoffen wir mal wieder auf einen größeren Sieg. Hatten ja jetzt 3 Siege und 5 Siege. Davor hatten wir, glaube ich, auch nicht so viel. Davor hatten wir dann den Paladin-Run, der ganz gut war. Naja, mal schauen. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und bis dann.